Hallo, heute machen wir etwas, das ich schon lange machen wollte. Etwas schweben lassen. Ich habe ein kleines Stück pyrolytischen Graphits, der über 4 Neodym-Magneten schwebt. Mit der Kamera komme ich nicht nahe genug ran. Sie braucht eine Brille. Daher setzen wir jetzt eine Linse auf. Nun geht das schon besser. Ich komme viel näher ran. Wir sehen das kleine Stück pyrolytischen Graphits, der in der Mitte dieses Quadrupolmagneten wie festgemacht schwebt. Wenn ich ihn mit dem Finger etwas anstupse, dann schwingt er um seine Mittellage. Er schwebt wirklich. Man kann unten durchschauen. Es ist fantastisch. Ganz ohne elektronische Regelung, ganz ohne Strom. Er schwebt für immer. Er kann sich drehen. Ups, das war etwas zu viel. Da kommt er wieder, das kleine Stück. Außerhalb des Mittelpunkts ist eine Kante abgestürzt, aber in der Mitte schwebt er. Es ist fantastisch. Ich könnte den ganzen Abend zuschauen. Schaut es euch an, genießt es. Pyrolytisches Graphit zählt pro Gewicht zu den oder ist die am stärksten diamagnetische Substanz, die fest ist, Feststoff auf dieser Erde. Nur dadurch wird er abgestoßen von allen 4 Magneten und bleibt hier in der Mitte hängen. Es ist ganz toll. Aber wie funktioniert das denn eigentlich? Von einem einzelnen Magneten wird das diamagnetische Plättchen immer abgestoßen und es fällt herunter. Es findet keine stabile Lage. Schauen wir uns das doch mal an. Wenn ich hier den Magneten habe, mit dem Nordpol nach oben, so sehen wir, dass in der Mitte des Magneten ganz besonders viele Feldlinien sind. Das heißt, hier ist das Magnetfeld ganz besonders stark. Wenn ich jetzt mein Plättchen diamagnetischen Graphits hier hinbringe, dann wird der das Plättchen natürlich hier besonders stark in der Mitte abgestoßen. Und wenn es nicht absolut zentral in der Mitte ist, was man praktisch nie schafft, sondern es wird immer ein bisschen versetzt sein, dann wird es hier in der Mitte stärker abgestoßen als hier am Rand. Und damit wird es aus den Feldlinien rausgedrängt. Außen reicht die Magnetkraft nicht mehr aus. Und das Plättchen fällt zu Boden. Wenn wir uns jetzt einmal das Potenzial anschauen, das dieser Magnet hier erzeugt, so ist das Potenzial in der Mitte am höchsten und fällt zu allen Seiten kugelförmig hinab. Wenn wir also unser Graphitplättchen hierauf balancieren wollen, dann müssten wir das wirklich ganz genau in der Mitte haben, sozusagen im labilen Gleichgewicht, oder aber es wird in der Mitte stärker abgestoßen, am Rand weniger stark und damit wird es natürlich nach außen runterfallen. Was wir brauchen würden, wäre genau das umgekehrte Potenzial, eine Potenzialmulde. Denn in dieser Mulde, da wäre dann unser Plättchen gefangen und könnte nicht mehr raus und wir hätten ein stabiles Gleichgewicht. Aber wie können wir so eine Potentialmulde mit einem Magneten erreichen? Wenn wir jetzt einmal von oben auf 4 von diesen Magneten schauen. Alle Nordpole sind nach oben gerichtet und wir wissen ja, dass in der Mitte jedes dieser Magneten ganz besonders viele Magnetfeldlinien sind. Da sind die ganz besonders stark. Haben wir also hier 4 so ganz besonders starke Magnetfelder, ja, und in der Mitte ist es ganz besonders schwach.
Und das ist genauso ein Feld oder fast genauso ein Feld, wie wir wollen. Denn wir haben jetzt hier außenrum starke Magnetfelder, okay, in der Mitte auch schwach, aber in der Mitte hier ist es schwach. Denn damit können wir nun ein Plättchen, das groß genug ist, fangen. Dieses Plättchen wird immer von den Mitten der Magneten abgestoßen. Aber wenn das Plättchen hier in der Mitte sitzt, dann wird es zwar von diesen Mitten überall abgestoßen, in der Mitte ist aber ein geringes Potenzial und damit ist das Plättchen in einer stabilen Lage gefangen. Wenn wir das natürlich zu weit nach außen bringen, zum Beispiel bis daher, schwupps, wird es dann ganz nach außen fallen. Genauso wie bei einem einzelnen Magneten. Aber solange wir das Plättchen hier in der Mitte haben können, ist alles gut. Wenn das Plättchen dagegen zu klein ist, so ein kleines Plättchen, das wird zwar im Prinzip auch sich gerne in der Mitte aufhalten, weil in der Mitte aber das Magnetfeld sehr schwach ist, wird es auch nur sehr schwach abgestoßen und die Kraft reicht nicht mehr aus, um es in der Schwebe zu halten. Ein kleines Plättchen wird also einfach in der Mitte auf den Magneten liegen, was natürlich ganz langweilig ist. Und wenn das Plättchen zu groß ist, sodass es zum Beispiel alle vier Magneten überdeckt, dann fühlt es hauptsächlich von den vier Magneten die starken Abstoßungskräfte. Das ist dann so, als wie wenn hier im Mittel, in der Mitte eine große Abstoßung wäre. Aber weil es ja hier auch außen, außerhalb der Magneten ist, ist es fast so, als wie wenn es auf einem einzelnen Magneten wäre. Und da wissen wir ja schon, was passiert. Das Plättchen wird zur Seite wegdriften und runterfallen. Das Plättchen darf also weder zu klein noch zu groß sein. Nun würde das mit vier Nordpolen zwar ganz gut funktionieren, aber vier Nordpole stoßen sich natürlich gewaltig ab. Und man müsste die vier Magneten mit einem kräftigen Band zusammenbinden. Das Ganze wäre sehr instabil. Es gibt aber eine bessere Möglichkeit. Wir müssen nur einfach zwei von diesen Magneten umdrehen. Aus den Nordpolen werden dadurch dann Südpole. Und schon ziehen sich alle Magneten wechselseitig an und diese Anordnung, die man Quadrupolmagnet nennt, ist ganz von alleine stabil. Da das Plättchen sowohl von den Nord- als auch den Südpolen abgestoßen wird, spielt die magnetische Orientierung für die Abstoßung des diamagnetischen Plättchens keine Rolle. Aber stimmt denn das eigentlich auch, was ich da über die Form des Magnetfelds eines Quadrupolmagneten erzählt habe? Mit einem magnetischen Viewing-Film kann ich die Anordnung der Pole sichtbar machen. Überall, wo der Film schwarz ist, herrscht starke Magnetkräfte. Und dazwischen ist praktisch keine Magnetkraft. Deswegen hält sich das pyrolytische Graphit auch genau in der Mitte. Jetzt gebe ich ein etwas größeres, quadratisches Stückchen pyrolytischen Graphits auf den Quadrupolmagneten. Und man erkennt sehr schön, wie er sich so anordnet, dass die Ecken des Graphits genau in die Bereiche mit der geringsten Magnetkraft zeigen. Damit man das schwebende Plättchen leichter sehen kann, habe ich mit dem 3D-Drucker eine Säule für den Quadrupolmagneten ausgedruckt. Nun kann man im Sitzen ganz leicht das schwebende Plättchen sehr gut erkennen.